Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich bin Mr. Cutter für Let's Play das Kaninchen. Und unsere Stadt wächst und wird größer und grüner vor allen Dingen. Sie wird grüner. Und es regnet. Es regnet die ganze Zeit. Sag mal, sind wir hier in London? Es regnet ununterbrochen. Meine Güte. Aber ich hatte beim letzten Mal ja ein bisschen Probleme mit den Bäumen, dass das alles so einzelklicken war. Und deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen meine Mods durchgeguckt. Und ab dieser Folge sollten jetzt auch in der Videobeschreibung die Mods drin stehen, die ich hierfür nutze. Ich habe bei einigen keine Ahnung, ob sie überhaupt funktionieren. Ich krieg kein negatives Feedback des Spiels dazu. Dementsprechend würde ich sagen, sie funktionieren. Bei dem Pinsel hatten wir das, ja? Und ich habe jetzt diesen Waldpinsel drin. Damit kann man hier... Das ist eine ziemlich coole Mod. Damit kann ich verschiedene... Brushes erzeugen, also verschiedene Pinsel auf verschiedene Pinselgrößen. Ich kann hier auch die Größe einstellen, so, ne, warte mal, die Größe war da drunter, so, großer, ganz kleiner Pinsel, ganz großer Pinsel. Und dann kann ich sagen, ich möchte zum Beispiel einen Pinsel bauen, in dem da sollen bitte, Eichen und Eiben drin sein und auch gerne Erlen und auch, ich habe auch noch eine weitere mit Fluffy Grass, da hat man ein bisschen, Gras, was dann auch noch gemacht. Und dann würde ich gerne noch ein bisschen Kiefer und eine kleine Buche und einen kleinen Busch. Das soll hier richtig schön einen gemischten Wald haben. Und auch Nadelbäume sollen da ruhig rein. Und eine Schwarzkiefer, weiß ich nicht, einen wilden Nadelbaum. So, und dann haben wir jetzt hier, und das nennen wir jetzt einfach mal Wald. So, jetzt wollen wir einfach Mischwald. So. Gespeichert. Das dürfte jetzt, Mischwald ist gespeichert. So, und jetzt habe ich hier meinen Mischwaldpinsel. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier rüber gehen und sagen, hier möchte ich jetzt Mischwald erstellen. Und dann mache ich hier, wie ihr seht, wirklich gleich einen Mischwald. Ist das cool oder ist das... Okay, die Fluffy Graph nehmen wir mal raus. Dann kann ich jetzt hier sozusagen... Ich könnte jetzt auch die Stärke höher stellen. Dann würde entsprechend viel mehr Baum nebeneinander entstehen. Dann kann man hier einen richtig geilen Mischwald erstellen. Kann ich jetzt nochmal so drüber gehen, um zu gucken, dass wirklich alle Stellen mit Mischwald ergänzt werden, die so gehen, so. Und jetzt machen wir das ein bisschen weniger stark und machen damit so die Ränder, so. Und auch ein bisschen hier, so. Dann machen wir es noch schwächer, so, nur 10%. Und dann haben wir jetzt ganz wenig und dann können wir das so richtig ausklingen lassen. Das ist ein richtig, richtig geiler Pinsel, muss ich sagen. Ein richtig geiler Mod. Da kannst du so weit runtergehen und da kannst du sagen, so, hier nur noch Einzelbäume. Und es wird halt gemischt. Das ist so toll. Mischwelt. Und dann kann ich auch... Ich kann mal verschiedene Pinsel erstellen. Und, dann habt ihr ja schon gesehen. Jetzt hier dieses... Fluffy Grass. Warte mal, wo war das? Hier. Das ist, damit das alles ein bisschen... ein bisschen schöner und natürlicher aussieht. Na, da soll ich mir vielleicht auch mal einen Pinsel für machen. Und zwar machen wir uns jetzt mal noch einen Pinsel. Den nennen wir nur Grass. Grass. Ich würde gerne alles... Oh Gott, das müsste ich ausschalten. Ich habe noch eingeschaltet, dass die... sich merken, was... Warte mal, kann ich hier Reset... Was passiert, wenn ich Reset drücke? Ist jetzt der andere weg? Nein, okay. Ein bisschen Angst gerade. Ja. Machen wir alle Bäume weg. Wir kümmern uns heute auch noch ein bisschen mehr als nur das mit den Bäumen. Nur das wollte ich mal ganz kurz sagen. Was ich sonst noch habe an Mods ist halt diese Populationsmod, dass das alles so ein bisschen vernünftiger in der Population sortiert wird, dass die Leute länger leben und nicht einfach nur ein paar Jahre, sondern wirklich eine lange Zeit und dass aber auch in den Häusern nur wenig Leute sind. Das ist nämlich der Grund, weswegen wir momentan so wenig Bevölkerung haben und so einen großen Bedarf an Wohnungen. Es passen in diese Häuser, passen halt einfach nur eine Handvoll Leute rein. Das ist hier, das ist ein Einfamilienhaus. Hier, das hier vorne. Das ist ein Einfamilienhaus. Da passt eine Familie rein mit 4 Leuten und nicht 50 Leute. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel hingehen und sagen, ich mache mal den Pinsel ein bisschen schwächer. So, dann mache ich hier... Okay, das hat jetzt irgendwie erschreckend wenig gebracht. Na gut. Da machen wir das weg. So, das wollte ich... Und dann wollen wir heute... Meine Güte, wann hört das denn mal auf zu regnen? Was ist hier? Was ist das hier? Was ist euer Problem? Nicht genügend Kunden. Nein. Ja, darum kümmern wir uns jetzt. Genau. Darum kümmern wir uns jetzt. Wir brauchen mehr Kunden. Da hatten wir gesagt, wir wollen hier unten ein kleines weiteres Gebiet aufbauen. Und das machen wir doch mal jetzt. Wir bauen jetzt eine weitere
ein weiteres kleines Stadtgebiet hier auf. Und ich glaube, wir bauen das wirklich ganz klein. Das wird hier so ein kleines Edelviertel. Da machen wir auch hier nur so eine Straße, so eine zweispurige Straße. Wir können auch eine Kiesstraße machen. Pass auf, wir machen eine Kiesstraße. Ist die Geschwindigkeit zwar niedrig, aber das wird halt eine Edelstraße hier. So, also, gucken wir mal. So. Hier Edel, das wird halt das Edelgebiet sozusagen. So. So. Müssen wir mal gucken, da reißen wir jetzt die Stromleitungen gerade ab ein bisschen, aber das muss mal sein. So. Warte mal. So, und dann müssen wir die Straße hier nochmal abreißen. Sie ist nicht ganz so schön geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache mit der Kiesstraße. Aber ich fand das ganz lustig gerade und dachte mir so, hey, bauen wir mal was mit der Kiesstraße. Haben wir noch nicht gehabt. Und jetzt machen wir hier entsprechend. Mal gucken, wie wir das an den Rest anbinden, an die Autobahn. Gucken wir mal. Überlegen wir uns noch was, wie wir das anbinden. Vielleicht genauso wie bei dem anderen. So. Dann machen wir jetzt nicht genügend Geld. Nein, ich habe nicht genügend Geld. Kacke. Okay, dann müssen wir doch mal ein bisschen laufen lassen. Wir haben die Stromleitungen ja nicht abgerissen. Sehr gut. Müssen wir mal gucken. Wir machen die Geschwindigkeit wieder ein bisschen höher. Ich habe gerade richtig Geldverlust. Meine Güte. Was wir heute auch noch machen wollen, ist, dass wir die Stadt grün bekommen wollen. Also jetzt nicht nur in Sachen Bäumen grün, sondern auch Stromproduktionsgrün. Ich würde gerne noch einen weiteren von diesen fortschrittlichen Windturbinen bauen, auf das ich dann das Kohlekraftwerk hier abreißen kann. Das kostet im Moment auch 560 pro Woche. Und dann können wir, wenn wir das... Wir könnten das sogar jetzt schon abreißen. Wir machen das mal. Ich bin mutig. Pass auf. Mutiges Kaninchen. Ja. Ja. Gucken. Strom. Passt. Und damit haben wir auch nämlich mehr Geld. Das ist auch sehr gut. Und mehr Geld heißt dann natürlich auch mehr Möglichkeit. Wir müssen das hier noch anbauen. Das anbinden. Das ist das Problem gerade, was wir haben. Wie hatte ich das hier oben gemacht? Ihr seht, das wird auch wieder ein Möhrchen. Das wird ein kleines Möhrchen. Kann ich vielleicht von hier? Na gut, machen wir es mal so. So, dann haben wir hier schon mal die Abfahrtsstraße. Dann bräuchte ich noch da drüben die Einfahrtsstraße. Das ist natürlich nicht so schön. Dass ich die noch nicht habe. Warte mal. So. Geht das nicht? Doch, geht. Ja, damit haben wir das. Dann haben wir die schon mal hier angeschlossen. Beziehungsweise haben wir schon mal die Möglichkeit, hier jetzt anzuschließen. Jetzt bauen wir hier noch den Anschluss, theoretisch, wenn wir genügend Geld hätten. Wieso geht das nicht? Wieso baust du das in so einem krummen, schiefen Weg? Oh, ist halt so. Jetzt müssen wir das natürlich noch umdrehen, denn... Hä? Ach so. Rechtsklick, stimmt. Jetzt haben wir die Anbindung und jetzt können wir hier auch Wohngebiet erschaffen. Hui, Edelviertel, woo. Warum das Edelviertel wird, habe ich mir noch nicht genau überlegt, aber es wird erstmal eins. Dafür braucht man natürlich dann auch noch einen Namen, haben wir noch nicht, aber da machen wir jetzt hier ganz viel Wohngebiet. Das wird nur Wohngebiet. Vielleicht irgendwie in die Mitte nochmal. Hier kommt nochmal ein Gewerbegebiet hin, einfach, dass sie nochmal Gewerbe haben, dass sie nicht ganz so weit fahren müssen, um zu Einkaufsgelegenheiten zu kommen. Aber als Hauptproblem haben wir momentan Wohnraum. Wohnraum ist das große. Das legt sich später, wenn die Gebäude alle aufgewertet werden, dann legt sich das mit dem Wohnraum wieder, weil wir dann ganz, ganz viel, das ist auch wieder dieses Ding, was diese Mod halt macht. Du hast das Problem, dass die kleinen Gebäude sehr, sehr viel Wohnraum bieten in der Originalvariante des Spiels und die großen Gebäude dann aber im Verhältnis einfach viel zu wenig. So.
Ich hoffe mal, dass die Straße ausreicht, einfach nur für Wohnraum. Gucken wir mal. Alter, 2000, meine Güte. Jetzt kommt aber das Geld rein. Holla, die Waldfee. So, auch noch Wohnraum hin. So. Ruhig bis nach da. Geil. Und dann müssen wir hier aber auch wieder ein Wohngebiet erzeugen, dass wir da auch die Bedingungen erfüllen, beziehungsweise die Richtlinien einstellen können. So. Und zwar soll hier natürlich Parks und Erholung, kontrollierter Drogenkonsum und Recycling sein. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass hier die Umweltverschmutzung, wir können uns das mal anschauen, was die Umweltverschmutzung jetzt hier macht. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist die Umweltverschmutzung? Da. Die ist natürlich jetzt noch relativ hoch, aber das dürfte sich demnächst legen. Wir bauen hier schon mal neue Industrie. Können wir jetzt ja schon mal anstellen hier. So, gut. Und jetzt mit mehr Arbeitskräften ist natürlich auch sofort der Bedarf an Industrie höher, was wir aber hier haben. Wir haben ja hier die Industrie, die produzierende Industrie. Ihr seht, hier wird auch sofort die Pellet-Brennstoff AG gegründet. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt können wir hier nochmal die Autobahn besser anbinden. Wie hätte ich das hier gemacht? Einmal von hier rüberkommend. Okay, nee, wir wollen bauen. Wir wollen bauen. Und zwar von hier vielleicht. So. Kann ich das? Reicht das, wenn ich das so? Komme ich denn hier rüber? Ja, warte mal, so. Ja. Entfernung ist zu gering. Das ist natürlich doof. Das ist doof. Entfernung zu gering ist doof. Aber runter kann ich nicht. Ja, genau. Einfach eine. Wieso geht das nicht? Ah! Doof, doof, doof. Wie mache ich das denn jetzt? Ich müsste den früher anfangen, ne? Vielleicht müsste die Straße früher anfangen. Dann fangen wir sie hier an. Gehen eins hoch und dann gehen wir hier rum. Da war doch gerade was. Da war doch. So. Der Ort ist bereits belebt. Bist du doof? Hä? Ich hasse diese Antwort. Das ist das. Das ist ja das, was halt dieses Spiel so unglaublich schwierig macht, dass man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass man mit den Verkehrssystemen hier hantieren muss. Was? Achso, ich habe aus Versehen nach unten gebaut. Okay. Mal, wenn ich das so mache. Geht das? Jawohl. Ist nicht schön. Das müssen wir mal gucken, ob wir das hier jetzt vielleicht nochmal ein bisschen runder bekommen. Machen wir nur so. Und dann hier rüber. Und noch da. Der Ort ist bereits belegt. Nein. Warte, wenn ich das jetzt wieder nach. Geht nicht. Das ist zu weit. Okay. Aber Katavi ist doch gerade funktioniert. Ja, aber es war hässlich. Und ihr wisst alle, hässlich ist scheiße. Ah, ist aber auch hässlich. Ich würde mir nur gerne einzelne Abschnitte ändern wollen und nicht einfach das Ganze abreißen, aber das geht vermutlich nicht. Ah, das ist schön. So, jetzt haben wir das und jetzt müssen wir von hier wieder hoch über die Straße. So. Eins runter. Geht nicht. Dann noch da. So. So. Und dann nach unten. Sehr schön. Damit haben wir auch das angeschlossen. Da fehlt Wasser? Nein, das neue Expansion gewesen. Alter, 10.000. Jawohl. Wir müssen auch gleich mal gucken wegen Strom. Das kann sein, dass wir gleich ein bisschen Stromprobleme bekommen. Aber das ist in Ordnung. Wir können hier mal vielleicht noch ein bisschen mehr Gewerbe einbauen. Hier, so in dem Bereich. So.
Und dann müssen wir mal gucken. Was wir jetzt noch so alles brauchen. Wann ist das nächste Upgrade? Bei 3600. Da müssen wir auf jeden Fall hier drüben anfangen zu bauen. Das ist jetzt nur erstmal, um die ersten Probleme zu lösen, die wir jetzt gerade hatten. Sorry, mal Geld und so. Und jetzt können wir ein weiteres dieser fantastischen stromproduzierenden Geräte bauen. Boop. Sehr gut. Wie sieht's mit Wasser aus? Immer noch sehr gut. Wie sieht's mit Müll aus? Da müssen wir langsam auch mal gucken, dass wir eine weitere Mülldeponie vielleicht hinsetzen. Wie sieht's hier denn aus? Krankenhaus völlig in Ordnung, da unten ein bisschen wenig. Friedhof völlig in Ordnung. Feuersicherheit hier unten ein großes Problem. Müssen wir mal gucken, hier immer noch ein großes Problem. Da brauchen wir noch weitere. Da müssen wir mal... Ach, das ist alles doof. Den müsste ich weiter nach hier schieben, dann könnte ich hier noch einen weiteren hinbauen. Und hier unten fehlt generell einer. Aber die kosten halt auch so viel, die Feuerwachen, ne? 560 Unterhalt. Boah. Kriminalität 0%. Na, fast 0%. Und Schule sieht gut aus. Wir haben immer noch keine Oberschule, aber das ist auch okay. Das ist auch okay. Und bei Transport wollten wir auch noch bauen. Stimmt, da wollten wir auch mal gucken. Es kostet 720 die Woche. Meine Fresse. Okay. Dann fangen wir jetzt mal an, hier drüben zu bauen. Da muss ich überlegen. Ich brauche A, eine Anbindung. Die Straße, diese Straßenbahn hier, die Zuglinie. Ich glaube, ich würde die erstmal abreißen und mir später überlegen, wie ich die wieder in das ganze System einbinde. Aber erstmal ist die nur störend. Gerade stört die einfach nur, diese Schienenbahn. Dingsy. Was kostet das hier? Kann ich das auch einfach abreißen? Oh, dann reißen wir das einfach ab. Und dann... Ja, ja, ich könnte neue Grundstücke kaufen. Das machen wir später auch. Oh, wei. Wenn ich das gleich mit bedenke, dass ich dort auch die weiteren Grundstücke kaufen könnte, könnte ich hier ein ganz großes Kaninchen bauen. Hier. Dass ich hier sozusagen auch wieder so ein Kaninchen baue, dann kommt hier die Schnauze hin, hier die Öhrchen und dann kommt der Körper nach hier. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Das bedeutet, wir müssen mal gucken, dass wir das vielleicht hier gleich mal kaufen, aber das können wir uns noch nicht ganz leisten. Dass wir vielleicht, oder wir bauen erstmal. Dass wir hier das Köpfchen hinbauen. Also, wann können wir denn die besseren Straßen hier bauen? Weil ich würde gerne auch die Möglichkeit... Wobei, es gibt ja die Sache... Ah, ja, Hier kann man ja Parkplätze auch benutzen. Hier wiederum sind keine Parkplätze, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich glaube schon, ne? Und sowas würde ich auch gerne bauen. Das kostet halt 26.000, damit ich... Das ist das Ziel, dass ich später sowas hier hinsetze. Damit ich dann die Verbindung von der einen Seite zur anderen habe. Wobei, das ist eigentlich die Autobahn nur, ne? Naja, das bauen wir dann einfach um. Aber das geht schon. Das ist das Ziel, dass wir dann später sowas, bald sowas hier hinsetzen. 26.000. Sollte vielleicht erst als Ziel sein, dass wir diese Verbindung haben. Oh, das kostet alles so viel Geld. Was, apropos Geld, was sagt denn unser Darlehenskonzept? Wir könnten dieses aufnehmen. Sehr gut. Und dann können wir nämlich das hier abreißen. Und dort eine vernünftige Überfahrt bauen. Weg, 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 weg. So, ja, 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 ja. Ich weiß nicht was. Das hier muss noch mehr weg, okay. Ach. Auch hier muss noch mehr vom Manuel und Sebastian Boulevard weg. Jetzt passt das doch. Muss noch mehr... Nein, die Mautstation! Kacke. Kann ich die umsetzen, ohne dass es mich teuer... Das kostet gleich richtig viel. Was kostet die neu zu bauen? 12.000. Ach, die muss ich zweimal umsetzen. Bringen die mir denn... Wie viel Geld haben mir die denn gebracht, die Mautstationen?
1%. Scheiß auf Mautstation. Ganz ehrlich, kack drauf. Nee, warte mal, wie war das so? Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir... Jetzt kommt das Schwierigste, so anzuknüpfen, dass die Straßen weiter gerade bleiben. So sieht das doch ganz... Warte mal, wenn ich die... Ich müsste die nach hier oben bauen. Da, das sieht gut aus. So. Genau. Jetzt bauen wir die Autobahn. Hier runter. Nee, hier runter. Nee, warte. Nee, warte, warte. Jetzt kann man doch mal das versuchen, so. Hä, ist doch genau das Gleiche. So. 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 Hier, diese Straße geht auch wieder runter. Die passt. Und hier wird daraus jetzt eine richtige Straße. Keine Autobahn. Wobei, das könnten wir eigentlich noch als Autobahn lassen bis dorthin, ne? So. Also, wir haben hier jetzt eine Straße, die direkt hier rüber führt, die Autobahn. Die könnte man auch normal bauen, die Straße. Kommen die jetzt dort hoch? Wollen die kommen hier rauf? Oder können hier darüber? Es ist voll schlau gebaut eigentlich, ne? Richtig gut. Und jetzt kann man nämlich hier drüben ohne Probleme die Anbindung an die zweite Straße bauen. Das ist hier nicht so schön, aber das kommt dann noch mit der Zeit. Ein Kritikpunkt, ein ganz kleiner Kritikpunkt an dieser Stelle an die Macher des Spiels, dass diese... Kreuzung ist vom Spiel gemacht. Also das sind zwei Kreuzungen, die das Spiel im Endeffekt mitbringt. Und die haben eine andere Breite, eine andere Straßenbreite als die vorgefertigten Autobahnen, die durch die Karte führen. Warum? Warum hat das nicht das gleiche, die gleiche Distanz? Wenn, also offensichtlich haben dort zwei Leute dran gearbeitet oder zwei Abteilungen. Meine Güte, ist das immer noch dreckig. Können wir da vielleicht ein paar Bäume drum setzen? Warte mal, ich baue mal Mischwald. Hier so. Ui. In der Hoffnung, dass der Mischwald hier ein bisschen die Umweltverschmutzung abfängt und aufhält. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich funktioniert. Hat das jetzt hier an dem Landwirtschaftlichen irgendwas kaputt gemacht? Nein, sehr gut. Dann würde ich gerne mal noch selbst ein paar Zuckerahorn. Passt ja aber nicht wirklich. Ein paar kleine Buchen. Kriegen wir die hier in die Mitte? Ja. Nee, kein Riesenmammutbaum, so. Ja, wirklich viel Einfluss hat das scheinbar nicht auf die Umweltverschmutzung. Gucken wir mal. Schauen wir mal, wie das so sich verhält. Gott. Sei es drum. Hier drüben kann jetzt das Köpfchen und das Fötchen hin. Also, große Straße. Wir haben bis nach hier. Oh, jetzt geht das los. Öhrchen. Das heißt, wenn das hier kommt das Öhrchen hin, muss hier... Aber hier muss auch das Fötchen hin. Hier kommt das Fötchen. Warte mal, vielleicht vorher noch ganz wichtig. Wie sieht's denn aus mit Rohstoffen? Ach, in der Mitte ist Landwirtschaft. Okay, da oben ist Öl. Ist das Öl? Hier ist Öl. Und Erz. Wir haben da unten Erz. Das heißt, am Puschel können wir Erz abbauen. Ist die Frage, ob wir... Landwirtschaft, ich würde sagen, wir haben Landwirtschaft. Wir brauchen keine weitere Landwirtschaft. Landwirtschaft ist halt wieder Industrie, das ist immer das Problem. Ich brauche eher Wohngebiet. Also, das heißt, wir bauen jetzt hier... Ich
würde mir das gerne einzeichnen. Jetzt hätte ich gerne die Möglichkeit, mir das zu zeichnen. Weißt du, was wir machen? Komm. Wir kaufen dieses Gebiet. Dann können wir jetzt nämlich hier unten das alles schon mal bauen. Dann können wir sagen, okay, bis hier hinten. Hier hinten muss dann das Puschelschwänzchen hin, hier so. Hier kommt das Puschelschwänzchen hin. Ein bisschen höher vielleicht, so. So. Dann kommt hier der Püter. Weiß, ich habe kein Geld mehr. Ach so. Ja, das ist natürlich klar. Wir haben jetzt ja ganz viel Geld ausgegeben für das Gebiet hier, was wir gekauft haben. Wir haben in dieser Folge echt nicht viel geschafft. Das ist total schlimm. Es tut mir so leid. In dieser Folge passiert irgendwie nichts. Gut, wir haben das Gebiet hier unten gebaut. Warte mal, da können wir noch mehr Wohnraum. Wir brauchen mehr Wohnraum. Das machen wir noch. Wohnraum! So, Wohnraum. Na, das sind halt nur zwei Haushalte. Es macht natürlich Sinn, dass da nur zwei... Guckt euch das Haus an, da passen nur zwei Haushalte rein. Und deswegen passen da auch maximal... Oh, guck mal, Aufwertung. Ich habe genau das Richtige angeklickt, was aufgewertet wird. Guck mal, die haben Solarzellen, das finde ich gut. Ah, das ist schön. Auch mit Solarzellen. Ach, das ist jetzt auch so eins. Oh, das ist nur ein Haushalt, passt da nur rein. Krass, ne? Das heißt, das hat jetzt nichts gebracht in Sachen Bewohner. Kacke. Ich hätte schon ein bisschen mal langsam gerne richtig irgendwie große Gebäude. Irgendwie. Ah, scheiße. Naja, gut. Weiter geht's. Wir brauchen jetzt hier hinten. Hier so. Eine Straße, die runter geht. Und dann von hier geht die Straße hoch. Hey. Warte mal. Ist das möglich, dass ich die Straße so hier lang ziehe? Natürlich, theoretisch, wenn ich Geld hätte. Habe ich aber nicht. Wir haben kein Geld. Nein, wir haben kein Geld. Schlecht. Wo verschwindet denn unser Geld schon wieder gerade hin? Wieso haben wir schon wieder sinkende wöchentliche Einnahmen? Warum? Ich verstehe es nicht. Stufe 2, 3000. Verstehe ich nicht. Wir können natürlich die Steuern erhöhen, das möchte ich aber nicht. Ich möchte die Steuern nicht erhöhen. Strom, ah, wir müssen auch bald mal wieder gucken. Ach, meine Güte, Stromerzeugung sinkt. Wieso sinkt die Stromerzeugung? Weil wir natürlich hier unterschiedliche Bedingungen haben. Ein weiteres Problem an dieser Stromproduktion, ne? Wechselnde Bedingungen. Jetzt wäre es cool, wie in Prison Architect, dass man planen könnte, dass ich sagen könnte, ich möchte gerne, ich werde später genau hier das und das hinbauen und dann plant man das sozusagen schon mal vor, auf das ich dann... Weil ich habe ja momentan das Problem, dass ich von hier jetzt nach vorne bauen muss, damit das alles schön aussieht. Wenn ich jetzt aber planen könnte, könnte ich jetzt das hier vordenken und später bauen und mir dann schon mal jetzt die vorderen Sachen in Angriff nehmen. Geld. Straßen kosten so viel Geld. Tja, Katafi, hättest du mal vernünftig gebaut. Oder... Ah, jetzt habe ich gerade ein neues Problem. Nein, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Wir verschwenden ganz viel Platz damit. Das Problem, was wir hier schon haben, ist, dass wir einfach viel Gebiet einfach nicht nutzen. Und wenn ich das so groß baue, habe ich ganz, ganz viel Freiraum. Ach, Kacke, okay. Ja, das funktioniert ja nicht. Wir müssen da mehrere Kaninchen hinbauen, einfach damit wir den Platz besser nutzen.
Ah, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. So viel Geld verschwendet und so viel Zeit verschwendet damit. Aber sonst verbrauchen wir einfach... Also damit ihr versteht, ich würde jetzt ja hier in diesem... In der Hinterhufe zum Beispiel, in der Hinterpfote, im Oberschenkel davon, ist jetzt schon hier ganz viel Freiraum, den ich nicht nutze. Und das würde hier drüben noch schlimmer werden, weil das ja alles ganz groß wird. Das bedeutet, ich muss klein bauen. Ich muss klein bauen, damit ich hier keinen Platz verschwende. Bedeutet allerdings auch wieder, dass ich am besten hier wirklich eine Autobahn durchbaue, um den Anschluss nicht zu zerstören. Und dann von da aus, warte mal, die bauen wir richtig gerade. Im 180-Grad-Winkel. Ja, im 180-Grad-Winkel. Damit wir hier unten und hier oben dann immer Anschluss an die Autobahn haben können. Weil das ist wichtig. Autobahnanschluss ist halt echt wichtig. So. Okay. Wie ist das hier mit dem Verkehr? Funktioniert das? Das möchte ich erstmal sehen, bevor ich jetzt nämlich... Es funktioniert. Sehr gut. Alter! Warum ist hier oben so viel Problem? Shit, das sind die ganzen LKWs. Das sind die ganzen LKWs, die jetzt hier runterfahren, garantiert. Warte mal, wo fährst du hin? Importiert Waldprodukt nach modernem Möbel. Shit. Ah. Jetzt haben wir schon ein Problem. Na gut, darum kümmere ich mich später. Jetzt kümmern wir uns erstmal noch um mehr Wohngebiet. Hier haben wir jetzt aber die Auto... Na, ist mir auch egal, das baue ich später irgendwie sehr anders. Wie machen wir das? Ich weiß, wie ich das mache. Und zwar baue ich jetzt hier parallel dazu eine normale Straße. Kann ich die normal einfach gerade bauen? Dankeschön. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Katafi, warum machst du denn das? Das macht ja gar keinen Sinn. Du hast doch da eine schöne Autobahn. Aber das Problem ist, dass ich an die Autobahn immer wieder Anschlüsse bauen müssen. Wenn ich jetzt ganz... Ich habe vor, kleinskalig zu bauen hier unten. Das wird alles ganz kleinskalig werden. Es werden ganz viele kleine Möhren hier unten entstehen. Und ich kann nicht jede davon so kompliziert anbinden. Deswegen mache ich das lieber so, dass ich eine Hauptstraße habe, an die ich dann die Anbindung mache. Und dass ich jetzt sage, von hier gibt es dann eine Verbindung in die... hier rein. Und dann vielleicht müssen wir mal gucken, wie ich das mache, von hier darüber. Aber das ist doof. Das, ja. Warte mal, vielleicht kann ich das trotzdem gleich darüber bauen. Das geht vielleicht auch. Ach, es sind alles Dinge, die ich gerade im Kopf mache. Das tut mir leid, dass das jetzt alles nur im Kopf passiert und ich ihr nicht mitbekommt, was ich hier eigentlich gerade für einen Unsinn in meinem Köpfchen treibe. So, damit haben wir diese Anbindung. Und diese Anbindung. Jetzt kommen die sozusagen rein und raus auf die Autobahn. Und jetzt könnten wir beim nächsten Mal anfangen, hier kleine Möhren zu bauen, die dann an diese Straße angebunden werden. Und die können dann alle über den Fichtenboulevard auf die Autobahn gehen. Das ist der Plan. Aber das ist der Plan für die nächste Folge. Wir...
wachsen. Wir wachsen, aber es ist schwierig. Wir haben einige Probleme zu lösen, die wir unterwegs immer wieder bekommen. Ein neues Problem hat sich hier ergeben. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir hier weniger Verkehr haben. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das mache. Hier müssen wir auch mal gucken, wie sich das mit dem Verkehr entwickelt. Vielleicht löst sich das, wenn wir anfangen, Buslinien zu bauen. Vielleicht löst sich das dann. Aber ja, erstmal genug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.